Hi Freunde, heute reden wir über die DSA SA 85, der FN FAL Klon. Los geht's. Hey friends, I made a video in English. Check it out. So, wie immer, Waffe ist entladen und sicher. Und dann können wir auch schon anfangen. Die FAL ist eine sehr, sehr bekannte Waffe. Es ist nur sehr, sehr schwer, an eine richtige FAL zu kommen. Dafür gibt es eben viele Versionen wie diese hier. Das ist die DSA SA 85. Und die hat so ein paar richtig, richtig coole Sachen eingebaut. Zum einen haben wir hier oben so einen Charging, also einen Carry Handle. Der Carry Handle ist hier extra wirklich dafür eingebaut, dass man hier tragen kann. Der Charging Handle hier auf der anderen Seite, wie ihr gesehen habt, kann einmal so nach vorne geführt werden oder hier unten nach dem Einführen des Magazins. Und Achtung, ist ja auch wie bei der AK, dass ihr vorne ansetzt und dann nach hinten reindrückt. Das Schöne aber, ihr habt hier hinten an der Seite ein Band, damit ihr da viel leichter rankommt. So. Und jetzt könnt ihr hier unten am Bolt Release ziehen und dann BAMS, fetzt quasi der Charging Handle auch nach vorne. Das ist ziemlich cool. Weiterhin, was hier wirklich sehr, sehr schön ist, sind die eingebauten Beine, quasi das Bipod. Ihr seht, man sieht es eigentlich fast gar nicht. Das ist verrückt. Hier hinten, zack, klappen die einfach raus. Und die sind so hoch, dass man quasi selbst mit eingestecktem Magazin nicht auf dem Boden aufsitzt. Nee. Das heißt, wie ihr seht, die Beine haben echt viel Spiel. Und ja, ansonsten Iron Sights drauf. Das ist eine Waffe, die sieht man eigentlich so gut wie gar nirgendwo mit einem Rotpunktvisier, außer vielleicht in Call of Duty. Aber hier wirklich, wirklich cool. Sehr schmal, sehr nett zu halten. Also das Ding ist einwandfrei. Also ich finde wirklich, ich freue mich schon darauf, die zu schießen. Wir wollen diese Woche noch los und sie schießen. Also wünscht uns Glück, dass es klappt. Dann seht ihr nämlich im Anschluss definitiv hier Shooting Range Action. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen über ein paar Daten. Shoutout an Vienna Arsenal und an Bravo 06 und an Tech Merch. Dort bekommt ihr Tactical Merchandise für Sie und ihn. Diese DSA ist hergestellt in den USA. Die ursprüngliche FAL ist hergestellt von FN in Belgien. Sie ist im Kaliber 7,62x51 NATO. Das ist wichtig. Die Gesamtlänge sind wir bei 36,5 Zoll. Gewicht sind wir bei 8,25 Pfund. Wie ihr gesehen habt, 20 Schuss Magazine. Ja, es gibt anscheinend auch längere, die sind aber wohl extrem lang, dass man 30 Schuss hier irgendwie reinbekommt. 16 Zoll Lauflänge, das ist hier die lange Version. Und was ich gesehen habe, hier kriegt man die für ca. $1,800 in den USA. Das wäre schon ziemlich günstig. Das Ganze ist ein Longstroke Blowback System. Und natürlich ist die hier auch halbautomatisch. So, wie sich das ganze Ding auf der Range schlägt, seht ihr jetzt im Anschluss. So, lieber Carsten, nur für dich. Die wunderschöne. Okay. Beautiful.
SA85. Shooting too high, you're in this. And aim at the bottom target. DSA SA50. Basically an FAL. Tell me about this gun. What's up? Tell me about something about this gun. Oh yeah, so it's long, it's big, it's 308, and it goes boom. Yes. It goes boom.